Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir zur oberen Ebene der Wiege des Unheils geraten. Sind jetzt in Dumas Tempel und ja, hier streift schon ein dunkler Nebel durch die Gänge. Und wir wollen jetzt die Treppe hier vor uns hoch. Zur Abwechslung mal müsst ihr euch keine Einträge am Anfang eintun. Ne, der ein oder andere, der freut sich auch, wenn ich das euch vorlese, ne? Soweit ich das weiß. Vor allem freut ihr euch, wenn Noah was vorliest. So wie ich das immer sehe. So, zuallererst gönnen wir uns jetzt mal, was auch immer hier links um die Ecke ist. Da ist doch bestimmt eine richtige Kiste. Aber erstmal muss ich die weglocken. Ich werde langsam Meister darin, denen auszuweichen. Wusste ich doch, dass hier eine Kiste ist. Die sind immer in den hinterletzten Ecken. Ist da unten irgendwas, wofür ich hinwollen würde? Soweit ich das sehe, nicht. Warum sollte ich da runter wollen? So, jetzt kommen wir hier in den nächsten Bereich. Yes, I think you're right. This must be where the hero defeated it. But it's just a stone statue. Crazy to think this thing almost destroyed the world. Let's press on, see what else we can find. Waren wir wirklich genau hier? Ah, doch, die Stelle kommt hin. Der Held hat sie da den ja fertig gemacht. Wir standen dann gegenüber und sind dann da durch die Tür abgehauen. Ja, das kommt sehr gut hin. Du stehst nicht mehr auf, ne? Ich meine aber damals, dass der Bosskampf gegen Essak trotzdem einem richtig viel abverlangt hat. Also wirklich fast alles. Der war wirklich sehr stark. Jetzt ist die Frage, haben sie hier ordentlich abgeräumt? Also den fliegenden Kameraden da vorne haben wir definitiv nicht. Ich kann versuchen, nochmal einen Imitator hier anzuwerben. Eine Gruppe Drachenreiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das stärkere oder schwächere Version von meinem hier sind. Erstrang B, wir sehen es nach dem Kampf. Das ist übrigens schön, wie ich immer am Anfang mittlerweile das gleiche mache. Der Nachspalter war nicht nötig. Ich glaube, ich versuche den linken von den beiden anzuwerben. So, unsere Abwehr steigt und deren soll sinken. Oh, die fünf vertragen keinen weiteren Schlag. Okay. Gut zu wissen. Dann hau ich nicht mehr weiter drauf. So, dann versuchen wir ihn mal anzuwerben. %63, das wird nichts. Sag ich doch. Karakre. Erstrang D ist eine schlechtere Version sogar. Aber er hat Stürmer. Und damit Gigahieb und Gigaschlitzer. Drachenreiter, wie der Name schon sagt, fliegen diese Recken auf dem Rücken von Drachen durch die Gegend. Du darfst dich nicht allein auf ihr Schwert konzentrieren, denn auch der Atem ihrer Reittiere kann tödlich sein. Okay. Diese bedrohliche Musik, ne? Bist du ein Imitator? Ja, ich versuche dich mal anzuwerben.
Ich hab's geschafft, Leute. Ich habe ihn angeworben. Ich taufe ihn einfach Imiter. Super Schurke, ja, das bist du. Imitator, diese verfluchten Schatztruhen brüsten sich mit einem Spitzenplatz in der Statistik der häufigsten Todesursachen in Dungeons. Bei den Fallenfans unter den Monstern gelten sie als absolute Superstars. Also wer noch nie von der Mimik gehört hat, der hat auch noch nie im RPG gespielt. Das ist mehr als nur wahr. Dass die Mimics einfach das Bekannteste sind, was an Fallen existiert. Auf der Seite selbst scheint aber sonst nichts zu sein. Wenn wird nur in der anderen Himmelsecke hier noch was liegen. Da ist noch eine Kiste. Ich hab einen Kampf vor mir. Gibt auf jeden Fall gute Werte. Kann ich ihm geben. So, da hinten in der Ecke wird doch auch was liegen. Ganz bestimmt. Es gibt nur Imitatoren. Es gibt keine Fresskisten. Komm, gib mir eine Mini-Medaille. Die sind meistens in den Krügen drin. Pro Ebene gibt es, glaube ich, immer mindestens 3, 4. Ich kenne ja die Statistik nicht. Aber ich meine, dass das immer mindestens 3, 4 waren, sogar 5. So, dann jetzt die Treppe hoch, da kommt wahrscheinlich wieder dann eine Sequenz. Seems there's no one around to sit on the throne. Who knows? We might find some answers in there. Though it doesn't look too inviting. Well, shall we? Hier gibt es aber auch nichts weiter als diese Thronseele, ne? Hier ist auf jeden Fall kein neues Monster. Ich bleibe einfach mal direkt aus dem Bild. Wir gehen ja nur eben kurz hier nach den Kisten gucken. Die Viecher interessieren uns tatsächlich gar nicht. Yggdrasil-Tau. Okay, in der Ecke ist sonst nichts. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt schon eine Kiste. Okay, und wir sind auch schon am Ende von dem Gebiet. Ich sehe es, weil da der Teleporter ist. Von der Karte her. Ich glaube, an dir komme ich nicht ohne Kampf vorbei. Nee, tatsächlich doch. Ist hinter euch irgendwas von Bedeutung oder will ich einfach umdrehen? Ich drehe einfach um, da ist nichts. Schön, dass wir es geklärt haben. Ich glaube, bevor ich da reingehe, danke ihr fiesen Gestalten, dass ihr mich mit einem Satz unterbricht, teleportiere ich mich noch einmal zurück und heile einmal voll. Weil was auch immer hier wartet auf mich als Gegner. Es wird bestimmt kein schwacher Gegner sein. Den Weg kann ich ja nochmal hier hochlatschen. Ihr wisst ja, was ich damit vorhabe. Ich teleportiere mich einmal zurück und dann gehen wir da die Treppe hoch, wenn hier jetzt nichts ist. Okay, hier ist nichts. Ja, dann teleportiere ich mich einmal über den Teleporter da vorne zurück und dann sehen wir uns vollgeladen beim Boss wieder. Something like this.
In the middle section of the Cradle of Corruption. Whoa now! What the? Trinity, Trinity, we've got an affinity. Find our divinity and we're in the vicinity. Trinity, Trinity, we've got an affinity. Measure our faith, it's bigger than infinity. We hope our humble song has imparted the proclivity to come and join us in worshipping the Trinity! And with that, we conclude the most awe-inspiring rendering of the supreme truth of the universe that has ever been attempted! Felicity to the Trinity! My flock, we stand now on the cusp of cataclysm. Isma of the unholy Trinity shall awaken! No way is this happening! Here it comes! Look out, everyone! Estag Isma. Ja, es gibt halt verschiedene Versionen von Estag, ne? Das wird 100 pro ein heftiger Kampf. Ich gebe dir sofort die chemische Keule. Brauche ich gar nicht lang nachdenken. Gegen was bist du denn schwach? Licht macht schon mal gar nichts. Dunkelheit mag der nicht. Blitz kann der gut ab. Wasser kann der auch gut. Okay, ich habe gehört, ich hau mit Dunkelheit auf ihn ein. Die Musik zu ihm ist auf jeden Fall episch. Weil, also Wasser macht auch kaum was. Explosion geht so. Eis geht so. Feuer geht so. Meine Möglichkeiten halten sich ja echt in Grenzen. Ja, ich glaube, an der Stelle lasse ich die einfach machen. Er ist auf jeden Fall schon mal geschwächt, das ist gut. Schnarch wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Vernichtender Blick. Aua, tut der weh. Ich träufe gerade mal ein bisschen Yggdrasil-Tau, damit Noir noch mal eben kurz Stärkung für alle draufhaut. Ab hier lasse ich die dann machen, was sie wollen. Ich glaube, dass wir den recht gut down kriegen. Schnarch funktioniert nicht. Ich glaube, zumindest ihm sollte ich irgendeinen Auftrag geben, sonst macht er die ganze Zeit Schnarch. Der hat mir dasselbe verpasst wie ich ihm. Das war guter Schaden. Aua. Ich versuche an die Magiepulver. War ein Versuch wert. Aber hätten die den nicht aufwecken können, während der Held noch hier war? Welle der Panik. Ja, da macht mir halt dieselben Debuffs drauf, die ich ihm packe.
Ich gehe ein kleines bisschen auf Heilung in der Runde. Schnarch klappt nicht. Ich muss den echt zumindest dem Befehl geben. Erinnerung an mich selber, Schnarch verbieten. Ich sag ja, dass Estak stark ist. Ja, zum Glück mache ich keinen Odem. Hier ist die chemische Keule. Ich werde nicht der Einzige sein, der hier mit niederen Werten kämpft. Oh, er ist kaputt. Der hat ordentlich was ausgehalten. Is this thing what I think it is? If you mean, is it one of the unholy trinity? Then yes. It certainly resembles the one we saw earlier. I knew it! So there are three versions of Estark. Well, we've beaten two so far. So where could the last one be hiding? Musste der Engel gerade so böse gucken? Geht's hier hinter dem weiter? Nein. Ich habe ihn wieder in eine Statue verwandelt. Bitte bleib liegen. Okay, es geht hinter ihm nicht weiter. Dann wieder rausgehen, würde ich sagen. So, wir sind jetzt wieder hier draußen. Ich hatte beim Reingehen gesehen, dass hier noch zwei Krüge an beiden Seiten sind. Kann es sein, dass ich in den zweiten Bereich nochmal müsste? Ich habe jetzt keine Bestätigung erhalten, halt, dass wir jetzt alle Estaks fertig gemacht haben, beziehungsweise dass wir Lokalmutador fertig gemacht haben. Aber ich habe hier, glaube ich, das Symbol dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das als Bereich fertig angeht. Naja, das Teil hier sagt mir, ich soll reisen gehen. Scheinbar haben wir Wege des Unheils fertig. Vielleicht gibt es ja noch eine Ebene. Naja, jetzt haben wir nur noch den Kreis der Unnachgiebigkeit. Ich habe, wie gesagt, keine Benachrichtigung bekommen. Ich hätte hier irgendein Matador fertig gemacht. Aber das ist halt auch der einzige Ort, der jetzt noch übrig bleibt. Tis as bright a day as any I have seen. Could steel gleam solstice have dawned? My lord, the castle o'er yonder is Barbatos's stronghold. If today truly is steel gleam solstice, then he will be enfeebled by the holy light. I fear we will never have a more opportune moment to strike. Percival? I beg your pardon, milady. Now, let us lay old Barbatos low.
Das klingt doch nach einem Plan. Nicht viele Viecher warten denn hier auf uns, die wir anwerben müssen. Wir haben den Cyberschleim. Ist schon mal einer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Monster warten hier auf uns. Und hier gibt es auch eine Metallkönigsschleim. Und einer davon ist der riesige Saurier, den wir da vorne schon sehen. Guck mal, den Cyberschleim können wir direkt anwerben. Pam. Abwehr ist schon mal bei beiden down. Ich würde trotz allem jetzt versuchen, den, der schläft, anzuwerben. Ich glaube, dann ist es noch mal ein bisschen leichter. Ach, guck mal, den haben wir instant angeworben. Cyberslimo. Wetterkundler. Okay, er hat richtig viel mit Elektrizität. Damit fehlen nur noch so 5 Viecher. Den Drachen da vorne zähle ich nicht mit. Und wir können auch den Akteur jetzt hier lesen. Ach, guck mal, wir haben einen übersprungen. Mal wieder. Na gut, hätte ich mir auch vorstellen können, dass es diesmal tatsächlich eine Reihenfolge ist. Estak Isma, ein Aspekt der unheiligen Dreifaltigkeit, welche die Welt in ferner Vergangenheit zerstörte. Er brauchte nur wenige Tage, um die halbe Welt in ein brodelndes Flammenmeer zu verwandeln. Den Cyberslimo können wir auch so lesen. Diese Schleime haben ihren Körper modifiziert, um ihren Idolen, dem Metallschleim, nachzueifern. Achtung, sie können bei Bedarf einen internen Kurzschluss auslösen, um mächtige Blitze zu verschießen. Ja, sie haben ja auch diese Fähigkeit Wetterkundler, also macht Sinn. Ich will gerade nur gucken. Nee, das ist ein Maulwurf, den wir noch nicht haben. Mieser Maulwurf. Wie gehen die Items zu verfüttern aus? Now. 40%. Hat nicht geklappt. Naja, vielleicht schließt er sich uns ja noch im Nachhinein an. Offenbar nicht. Aber ich versuch's einfach mit dem Maulwurf da vorne nochmal. Ich hab's zumindest versucht. Hat nicht geklappt. Wie gesagt, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass das Mega-Vieh von der Ebene hier ist. Der Monster steht bedrohlich vor einem riesigen Tor. Willst du dagegen kämpfen? Eigentlich nicht. Warte mal, wie sieht denn die Karte hier aus? Ich glaube immer mehr, dass es das Mega-Vieh ist. Ich versuche den Maulwurf offscreen zu holen. Die Musik bei der Ebene ist irgendwie einfach nur langsamer gestellt. Gefühlt. Soll das irgendwie imposant wirken, dass die Musik langsamer geworden ist, oder? Ich kletter hier gerade im Bohrturm gefühlt hoch. Hallo, Imitator. Mann, ich muss mal mehr Vertrauen haben. Ich sehe eine Kiste. Okay, ich glaube, ich muss den Dinosaurier tatsächlich bekämpfen. Jetzt glaube ich das.
Ich sehe sonst keinen Durchgang. Haben wir was Schönes in den Eiern, die hier rumliegen? Ein goldenes Ei. Ich glaube, den hatten wir noch nicht, den schlimmen Tower. Starrunen. Das andere Ei liegt da oben. Schlimmtauer, diese halbhumanoiden Bestien besitzen Monsterkräfte und hegen einen unerbittlichen Groll gegen die gesamte Menschheit. Im Kampf werden sie wild und hauen mit mächtigen Hellebarden zu. Okay. Ich habe noch ein Vieh, das ich nicht. Ach, dem Maulwurf wahrscheinlich. Na gut, wenn ich keine andere Wahl habe, als gegen den Dino zu kämpfen, dann machen wir das eben noch. Machen wir den Dino fertig. Gibt ja auch mal keine andere Möglichkeit. Hacksaurier. Vielleicht hätte ich mich zumindest vorher heilen sollen. Also Dunkelheit mag der schon mal nicht. Blitz kann der ab. Wasser ist da auch schwach gegen. Gut ist er gegen Wasserschwaches. Explosion ist er gewappnet gegen. Feuer ist er gewappnet. Alles geht so. Und Blitz ist er auch gut gegen gewappnet. Dann mal let's go. Er macht schon mal keine Zauber mehr, das ist gut. Er haut auf jeden Fall gut rein. Das Gute ist, er kann momentan nur normal angreifen. So, ich glaub mal, mein Team. Der ist auf jeden Fall gut geschwächt. Ich kann ihn anwerben. Also ich versuch's einmal. Ja, damit habe ich irgendwie gerechnet. Ich habe ihn nur wütend gemacht. Er kriegt von mir nochmal eine Keule. Oh, Noirs in Raserei. Ich habe ihn besiegt. Und er gibt kaum Erfahrung. Das Tor geht auf. Ja, ich musste den besiegen. Ja gut, ne? Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.